Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer Runde GTA 5 im Singleplayer. Wir müssen noch ein Auto verstecken und ich habe jetzt einfach mal eins gefunden. Es liegt ganz einfach auf dem beim Haus vom Trevor, wo der jetzt drin ist. Und da ist halt einfach der Knackpunkt, weswegen ich jetzt hier bin, liegt ganz einfach daran, ich habe ja die letzte Folge gespielt, nachdem das Update gekommen ist. Dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem gelegenen Ort und wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Gut, das wollen wir doch mal schauen. Ne, ich habe ja die letzte Folge nach dem Update dann offline gespielt, aufgrund dessen, weil die Server sich ja nicht verbinden ließen. Und jetzt sind die Server wieder da, es funktioniert wieder alles und jetzt ist halt einfach das große Problem, was ich habe. Ich wurde zu Trevor zurück ins Haus versetzt und bin dann nicht von dem Punkt, wo ich dann letztes Mal aufgehört habe, habe ich jetzt nicht wieder angefangen zu starten. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz auf die Karte gucken, wo ich hier bin. So, und jetzt wollen die von mir einen Ort, wo ich das Auto verstecke. Wo könnte das denn mal sein? Ich markiere jetzt einfach mal hier dieses Ding. Wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich das einfach mal. Dann markiere ich das da mal, fahren wir da mal hin und dann wollen wir mal gucken, ob wir da den Karren irgendwo abstellen können. Und dann hoffe ich, dass wir da irgendwie irgendwo... Ups, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe nämlich unten links auf die Karte geguckt. So, jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir hier irgendwo den Karren hinstellen und markieren können. Und dann, wobei ich noch nicht wirklich weiß, wie das funktioniert mit dem Markieren. So, ich stelle ihn jetzt mal hier hin. Mal sehen, was passiert. Wenn wir jetzt Michael anrufen. Ich muss ja jetzt irgendwie Michael anrufen. Michael, da ist er. Aber hier steht nirgendwo markieren. This is a voice from your past. Let's make up for lost time, okay? Are you serious? We just hung out. You gotta get a life. Okay. Well, I guess I'll just slash my wrists then. Okay. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich die Frage, wie kann ich den denn markieren? Wie kann ich denn jetzt bitte den Karren markieren? Ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt, weil ich soll ja Michael anrufen und soll ihn ja hier irgendwie markieren. Und er geht nicht. Ich kann den nicht markieren. Liebe Leute von heute, da geht nicht. Leute, wir müssen mal ein Fluchtfahrzeug bereitstellen. Das habe ich jetzt hier. Michael wird gewählt. Besetzt. Okay, oder bin ich hier falsch? Muss ich vielleicht abgelegen? Sicherer Ort? Keine Ahnung. Muss ich dann vielleicht doch... Darf ich nicht zentral sein, sondern muss der hier draußen irgendwo vielleicht sein? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich habe im Moment nicht wirklich den Plan, wo ich das Auto verstecken soll. Ich würde den ja schon gerne irgendwo mitten in der Stadt machen, dass ich gar nicht erst so weit fliehen brauche, aber... Ja. Gute Frage, nächste Frage. Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich den Karren abstellen soll. Wo würdet ihr denn den Karren abstellen? Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich schon 100.000 Mal gesehen. Wie man sowas macht. Aber ich, ehrlich gesagt, noch nicht. So, dann fahren wir da mal hin. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich einfach hier an der falschen Stelle bin, dass der das nicht anerkennt. Und dann werde ich ja sehen, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal fahre. Es ist halt, ja, ein bisschen langatmig jetzt. Es tut mir echt leid, aber... Wow. Gott sei Dank gerade so gekriegt die Kurve. Es tut mir echt leid, aber es ist, wie schon gesagt, es wird wahrscheinlich jetzt etwas langatmig werden hier. Weil ich halt einfach nicht den Schirm habe und nicht weiß, wo ich den Karren jetzt hier abstellen darf. Fahr doch einfach, halt die Fresse und fahr jetzt. Komm, hör auf zu heulen. So, wir stellen jetzt mal hier hin. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt hier Michaela anrufe. Da steht nur abhängen.
Es steht aber nirgendwo markieren. Bei Franklin auch nur abhängen. Hä? Bin ich jetzt einfach zu blöd? Sorry, Freunde, aber ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier im Moment etwas überfragt. Ich weiß nicht, an einem sicheren Ort. Was verstehen die unter sicheren Ort? Kfz-Abstellplatz. Was verstehen die unter sicheren Ort, verdammte Hacke? Das ist da hinten weiter weg. Autowaschanlage. Tja, es ist natürlich jetzt die große Frage. Was die unter sicheren Ort verstehen hier. Es ist mir echt ein Rätsel. Und zwar ein riesengroßes. Super laut, dann fahren wir hier hin. Falsch. Fahr bloß nicht mit Poppy Auto, es wird nur enden. So dreht man heutzutage Autos um. Eine ganz einfache Kiste. So, und jetzt? Jetzt muss ich doch Michael irgendwie anrufen. Dann muss ich dem noch auswählen können und sagen, Fahrzeug. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Es tut mir echt leid, Leute. Es ist mir einfach zu hoch. Ich verstehe es nicht. Wenn ich jetzt den Karren nehme, ja. Nein. Nicht den. Dieses Fahrzeug eignet sich, wähle Fluchtpunkt markieren aus, wenn du Michael anrufst. Oh, das war jetzt zu weit. Nochmal. Jetzt muss ich einfach mal gucken, wenn ich jetzt hier anrufe. Oh, schüttel erst die Cops ab. Das sind diese blöden Cops hier. Das ist doch unglaublich. Wunderbar. Ja, meine Tax-Dollars sind hart am Arbeiten. Wisst ihr, das kann doch echt nicht sein. Also, wieso ist das denn immer so schwierig? Oh, wo kommt der denn her auf einmal? Wieso ist das denn immer so schwierig, so ein blödes Auto zu platzieren? Ich meine, da kann doch nichts Besonderes dran sein. So. Ich hoffe, den haben wir jetzt so ein bisschen mal abgehangen. Ach, scheiße, da unten sind schon wieder die nächsten. Ja, genau. So, pass auf, der Name ist nicht ab. Danke. So, steigt aus und schießt auf mich. Komm, ja, den gibt's mir. Komm. Oh, Entschuldigung. Aber du hast da gerade mal im Weg gestanden. So, den einen dürften wir jetzt endlich mal geschrottet haben. Genauso wie unser Auto. Also das, glaube ich, kommt jetzt nicht mehr als Fluchtfahrzeug in Frage. Und ich glaube, die Mission ist dann auch gescheitert auf jeden Fall. Das heißt, ich fange dann wieder von vorne an. Ey, das ist doch behämmert. Pass auf, wir verstecken uns jetzt hier einfach mal und dann... Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Die sind so nervtötend, diese scheiß Cops. Das ist unglaublich. Huch. Wo auch immer du herkommst. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe zurzeit einfach mal nichts. Aufgrund dessen, weil ich hier das Fenster auf habe. Es hat nämlich gerade so schön gewittert bei uns hier und dementsprechend ist auch die Luft so ein bisschen angenehmer jetzt. Die ist nicht mehr ganz so tot wie eben.
Nachteil ist natürlich, ich sehe nichts. Oh, jetzt fährt er mir auch noch hinterher hier. Oh, eine Mauer. Ach, da war eine Rampe, da hätte ich abhauen können, ne? Ein bisschen Randale machen hier. Alter, das dreht ja auch noch durch. Ja, LAPD. Dass die mal gleich so aggressiv sein müssen, das ist immer unbegreiflich sowas. Unbegreiflich. Oh, da geht's nicht weiter. Eieiei. Das wird nichts. So, im Rahmen der Verfolgung habe ich hier einen Platz gefunden. Und ich hoffe, dass der jetzt auch funktioniert hier. Fluchtpunkt markieren, da ist er. Läuft, ich weiß es nur nicht. Wo ist denn der jetzt? Ach, wahrscheinlich, weil ich auf der Straße gestanden habe. Deswegen hat das die ganze Zeit nicht funktioniert. Guck mal, da sind wir sogar auch mitten in der Stadt. Das ist ja nicht ganz cool. Pass auf, dann markieren wir den jetzt als Fluchtwagen. Ich habe auch ein bisschen geschnitten, es tut mir leid. Getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Little Soul. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. It's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Okay, dann haben wir es hier. Ist gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr mit dem Auto. Jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, ich habe auch ein bisschen geschnitten, es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal so ein bisschen geschnitten habe, aber ich habe die ganze Zeit musste ich vor den Cops da so ein bisschen flüchten und so, das war ein bisschen nervig und stressig und deswegen bin ich jetzt, habe ich das jetzt einfach mal so ein bisschen geschnitten, weil ich hätte auch keine Lust gehabt, die ganze Zeit irgendwie Dünnes zu erzählen, nur damit ich vor den Cops irgendwie abhauen kann und so weiter. Das war ein bisschen... Oder ist ein bisschen doof hier in diesem Spiel, muss man ganz klar sagen. So, das hier ist wahrscheinlich jetzt dann der Hof, genau. Dann markieren wir uns das und fahren da einfach nochmal hin. Und dann wollte ich ja eigentlich das, was ich diese Folge schon machen wollte, machen wir dann halt leider Gottes doch wohl erst in der nächsten Folge, so wie es ausschaut. Dann ist diese Folge jetzt halt einfach mal... Ey, der hat natürlich ein geiles Auto hier, ne? Muss man mal sagen. Der geht natürlich ab wie Schmitz Katze. Der lässt sich auch lenken wie Scheiße. Das ist Hammer. Boah! Alter, aus der Karre geschleudert. Wie geil ist das denn? Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Fahr bitte, 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 bitte. Oh, Schwein gehabt, ey. Alter Schwede. Aus dem Auto geschleudert. Hammer. Dabei war das doch gar nicht so schnell gewesen oder kam mir das nur nicht so schnell vor? Läuft, würde ich sagen. So. Dann sind wir gleich am Platz. Alter. Man muss sich ja richtig konzentrieren hier mit dem Karren. So, würde ich mal ganz einfach sagen, wir sind jetzt hier, freuen uns des Lebens. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge, da geben wir dann Gas und werden dann endlich die Mission starten. Wir haben jetzt ein Fluchtfahrzeug haben wir hingestellt, wir haben den Müllwagen haben wir jetzt hier platziert, den Abschleppwagen haben wir platziert, wir haben sämtliche andere Vorbereitungen, Blaumänner, die Masken und so weiter, haben wir alles jetzt erreicht und... Ja, nächste Folge dann
endlich, Gott sei Dank, die Mission gestartet. Dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, sofern du das noch ausgehalten hast mit dem ganzen Stuff, was ich hier so gemacht habe. Ich mach mal die Mucke aus hier, das nervt so ein bisschen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, falls euch der Part gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da oder einen Daumen nach oben. Oder auch ein Abo, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von GTA 5 im Singleplayer mit der großen, weiten Story.